Oh, die Wieder gleich nochmal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack 2. 2 gegen 2. Ich bin Terraner diesmal. Und jetzt bin ich Prodos. Das ist doch schön. Zaug ist mal nicht Zerg. Was wohl diesmal kommt von unseren Gegnern? Ja, vielleicht ein One-Base-All-In. Gespannt. So, währenddessen habe ich gerade nochmal die Bedeutung für Kött nachgeguckt, ja. Man kann auch sagen, End 2. Was? Ja, wenn was zerbrochen wäre. Seltsam, wenn du das in Deutsch in einen Aufsatz schreiben würdest? Nein, mit Sicherheit nicht. So, statt er reißt ihn End 2, er macht ihn Kött. Er macht ihn Kött, so würdest du sagen, ja. Er hat ihn Kött gemacht sogar eigentlich dann. Du bist ja... Könnte man auch. Gibt's davon Präteritum wohl? Er köttete das Glas. Ist ein Köttel, mach ein Köttel. Ich finde das jetzt zum Beispiel schlimm, dass man inzwischen backte sagen kann. Er backte einen Kuchen, darf man ja inzwischen sagen. Geht? Ja, es ist zugelassen. Rechtschreibungstechnisch verboten. Rechtschreibung ist sowieso egal. Wenn, dann wäre es ja grammatikalisch, aber. Nee, man darf jetzt auch backte sagen. Neben Bug natürlich. Bug darfst du trotzdem noch sagen. Und was gab's noch? Gucken kann man jetzt mit K schreiben, machen auch unglaublich viele. Sieht so scheiße aus, wenn man gucken mit K schreibt. Ja, mach ich aber auch. Oh, nee. Gucken mit K. Du sagst ja auch, du musst ja mal gucken und ich muss ja mal gucken. Ja, aber das sieht so schlimm aus. Ja, du auch. Ja, trotzdem. Das geht gar nicht. Also alle Leute, die das machen, ich habe keinen Respekt vor euch. Und ich weiß, dass das einige meiner Zuschauer auch. Kommt macht. Vorbei und macht euch Kött. Genau. Geht doch Köttbulle. Hat das was damit zu tun? Nein, das ist Schwedisch. Was heißt das eigentlich? Früher in den Astrid Lindgren-Übersetzungen hießen die immer Fleischbällchen. Lass mal das mal so stehen. Also das ist halt ein Name, von daher. Köttbuller Beckenbauer. Ja, das wäre kein Name, den du haben darfst. Ich glaube nicht, dass du dein Kind Kött Buller nennen darfst. Das bezweifle ich hart. Jetzt geht's los. BBF einsatzbereit. Geronimo. So, ich habe jetzt erstmal ganz viele Gebäude erzwungen vom Gegner. Inwiefern? Indem ich da mit dem Reaper rumstand. Rumstand? Das ist gut. Ja, tatsächlich stand ich eigentlich nur rum. So, ich habe mal die Echse erst nach meinen Dingens gebaut. Verstehen Sie? Um ein bisschen mehr Schaden machen zu können. Sag doch einfach, wie es ist, du machst die Kött. Cyclone wieder beim Noss. Nossa, Nossa. Das Lied ging mir schon von Anfang an auf den Sack. Oh, ich finde das gar nicht so schlecht. Doch, das war schlimm. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Die Basis unserer Verbündeten, unsere Verbündeten schon werden angegriffen. Na, kommt da der All-In? Ja, scheinbar. Jetzt hast du? Dann hast du eins nachgezogen, sehr gut. Warp geht's ausklappen und dann eine Sentry warpen. Würde sich anbieten. Jetzt kommen leider die Cyclones. Ja, ich komme ja gleich. Wenn ich irgendwie aus meiner Base rauskomme, komme ich auch mal. Aber du hast doch dann Shield Batteries, oder? Perfekt. Wo bleibt eigentlich der Immortal? Den ich extra dafür gebaut habe. So. Ist halt keine geile Position für mich, aber trotzdem schaffen wir es, glaube ich. Zumindest mit deinen Reinforcements. Wir brauchen mehr Mineralien. Systeme nominal. Zyklon einsatzbereit. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Komm, ich will jetzt eben hier einen Dingens bauen. Danke. Ich habe auch einen Immortal jetzt. Das ist schön. Ich habe zwei Cyclones. Das ist ebenfalls. Oh, wo stehst du denn, Azalrog? Da darfst du auch nicht stehen.
Ja, du hast jetzt alle Einheiten verloren, weil du random in der Mitte der Map standest. Wieso stand ihr denn da? Aber ich verliere jetzt halt auch viel mehr als notwendig, aber ich glaube trotzdem, dass wir das halt können. Warum sind die Einheiten dann auch einfach strunzblöd, ne? Zieh dich mal auf deinen Highground zurück. Erweiterung fertig. Überhaupt eine Sentry? Oh, Zalok, was machst du mit deinen Adepten da? Okay, überhaupt keine Sentry. Wenn du es nicht möchtest. Ja, eine Sentry hat sowieso nichts gebracht. Doch. Nein. Aber jetzt stehen sie in deiner Base. Sonst hättest du Pylons wieder nachbauen können. Ja, das hast du leider weggeworfen, als du mitten random in der Map standest. Das kann man leider nicht anders sagen. Ja, Spiel ist scheiße. Was einmal laufen wie die Einheiten. Wie viele Ressourcen du auch einfach hattest. Die Einheiten laufen in der Mitte, machen überhaupt nichts, ne? Komm, geh ja, du hast sie da hingeschickt. Du hast sie da hingeschickt, weil da noch Linge waren und dann hast du nicht zurückgerufen. Komm, also Positioning und Zalrock sind so zwei völlige Fremdwörter. Da kann er noch gar nichts. Er kann zwar jetzt langsam den Cannon Rush abwehren, aber Position. Ne. Ja, das ist halt der Problem. Du sagst der Einheit, geh da hin. So ist es normaler halt, Mensch, ein normaler Soldat, wenn der wohin geht und Feind findet, dann greift er den an. Starcraft 2 kapiert halt nicht. Kurt kann übrigens auch defekt schadhaft heißen, ja? Ja, das Spiel ist Kurt. Das wäre zum Beispiel eine korrekte Verwendung dieses Wortes. Man kann aber Kurt scheinbar steigern. Kurt, Kötter, Kötteste. Das wusste ich noch nicht. Neue Gegner! Yay! Wieder bei Roter Sturm Belgrad. Warum ist denn eigentlich... Die Map ist doch auch nicht so geil. Das stimmt. Aber sie ist die einzige neue dieser Season, deshalb haben wir die drin. Ja, neue Schmäuse, ich immer. Ja, hört man ständig von Cyrock. So. Zack. Ich habe gerade noch rausgefunden, dass man Kött auch steigern kann. Das ist sehr schön. Kött, Kötter am Köttesten. Finde ich sehr hübsch. Und wir haben auch festgestellt, dass inzwischen die Suchzeiten, oder was heißt inzwischen um diese Uhrzeit vielleicht, ich weiß nicht, Samstagabend ist ja so überhaupt nicht üblich. Das ist ja noch nicht mal Abend, Vorabend. Ja, aber Samstag Vorabend ist man doch eigentlich, außer man ist Mono, zu Hause. Mono liegt betrunken in der Ecke. Das stimmt. Ich erinnere mich da an so Monopoly-Aufnahmen mit ihm. Wo man nicht so laut sprechen durfte. Ich habe trotzdem so laut gesprochen. Ach, das überrascht ja jeden von uns. Ja, das gehört sich halt dann so, weißt du? Ja, Zork hat dafür natürlich auch kein Verständnis. Der trinkt ja keinen Alkohol, nimmt dafür nur Schmerzmittel. Regelmäßig. Und so lernen durch Schmerz. Dafür brauchen wir mehr Gas. Hä? Was soll mir das sagen, Zalrock? Du wirst belästigt. Das stimmt, aber ich habe ja extra zugemacht, damit er nicht reinkommt. Ja, aber wenn der weiter so nagt... Ich wette, mein WBF fährt jetzt hier wieder... Es war so klar, ne? Also, nach außen! In den letzten Sekunden. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Oh, ich hätte eigentlich mal... Ja, das wäre schlau gewesen. Ich kann ich mal nach außen? Nein. Keine Echsen bisher bei den Protoss. Drei Gates. Und bauen alle schon was. Und auf der anderen Seite haben wir ein Gate... Was ist das? Stargate. Also, bereite dich vor auf Action. Warum ist die Stalker denn so scheiße teuer? Sei doch froh, die Gegner können doch auch Stalker bauen.
Boah, ich hasse Moderatoren, die abseits sagen. Wir brauchen mehr Mineralien. Du hast doch Probleme. Dabei kommst Abseitsposition. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Jawohl. Du bist Supply Blocked übrigens. Ich weiß, ich glaube, aber das jetzt weißt nicht. Du. Da kommt ein Adept rein, leider, weil ich ja die Wall offen machen musste. Aber du hältst ja Gott sei Dank drei Schüsse aus. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Es hat sich ausgeadaptiert. Da kommt ein Oracle. Blasted Oracle. Da war das Oracle. Ja, das Problem ist, dass er jetzt hier halt gleich hinterher pusht, ne? Und du hast halt eine Echse, das wird schwer, die zu halten. Ich hätte das eigentlich ganz gerne gesehen, wenn wir das Oracle eben getötet hätten. Dann muss ich nicht mit meinen Marines in der Eco-Line stehen. Das ist aber direkt wieder weggeflogen, nachdem ich meine Übermacht gesehen habe. Da ist es wieder. Da kommt mit Oracle. Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Ach Mann, ich kann nicht weiter zum Kartenrand, um hier die Marines aus dem Bild zu verschieben. Da ist ein Oracle. Kann der jetzt entweder hier bleiben oder weggehen? Aber nicht alles. Wir brauchen mehr Mineralien. Okay, sie haben geexpandiert. 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 Hast du jetzt hier einen Plan Oracle aufgegeben? Naja, das könnte ja nach Plan Carrier werden. Panzer, positionier doch da ein bisschen was. Hallo, da stehen doch welche. Warum machen die nichts? Die stehen da drüber, nicht in der Echse. Wir brauchen mehr Mineralien. So, nein. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir. Irgendwie habe ich nur einen Tech Lab gerade. Das gefällt mir nicht. Also an den Barrackses. Das heißt, ich kann keine Concussive Shields, nee, Combat Shields erforschen. Concussive Shields habe ich sogar schon, weil ich dachte, das wäre vielleicht ein Stalker All-In. Dachte, da könnte man vielleicht mit ein paar Marauders arbeiten. Quatsch. Jetzt kommen Mars Phoenixes. Ich dachte, du hättest da auch langsam eine Cannon oder sowas gebaut. Eine Shield Battery. Die kommen jetzt zu deiner Netschnur, ne? Was ist das schon wieder für ein Scheißspiel? Upgrade durchgeführt. Was ist denn so dein Plan, Sarok? Ja, überleben. Das ist schlecht, wir brauchen einen Angriffsplan. Irgendwann Angreifer, die kaputt machen. Ja, aber mit was? Du hast nicht nur Gateways, hoffe ich. Weil nur Gateways gegen Frodo, das ist jetzt auch nicht das Schlauste. Du brauchst Tech-Gebäude. Ja, ach, du hast ein Turret gebaut. Mach mal Zealot Charge und Arkens. Hast du Blink? Oder Zealot Charge erforscht. Ich hab jetzt Blink erstmal. Dann hättest du gerade das Oracle noch kriegen, die Phoenixes noch kriegen können. Das ist genau im richtigen Moment eigentlich fertig geworden. Da habe ich aber erstmal geguckt. Ich muss ja erstmal die Situation gucken. So wird nie ein StarCraft 2 Profispieler aus dir. Ja, da habe ich auch überhaupt nicht die Geduld für und die Zeit. Die Zeit schon, aber die Geduld nicht. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Oh, shit. Uraltes. Was war ja, jetzt? Manchmal macht man so ein paar komische Sachen. Ich wollte mulen und hatte aus Versehen die Armeegruppe noch auf meinem Hotkey und kein. Du hast ja da auch ein Turret. Kein, nicht das Command Center, so dass ich alle meine Marines einmal gestimmt habe, anstatt ein Dings zu bauen, ein Mule zu bauen. Uns fehlen Mineralien. Forschung abgeschlossen.
Das waren schon mal die Hälfte seiner Phoenixes. Und irgendwann hat Zayok abgelegt. Ich bin hier! Klappt doch aus! Mars Immortal Stalker, ne, mit 78 Shield Batteries. Wir brauchen mehr Upgrades. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Dafür brauchen wir mehr. Jetzt sind sie wieder hier. Zweiten Tröd. Och Mann, ey, nervt mich jetzt hier nicht so. Mars Immortal. Wo sind wir denn hier? Starcraft 2. Kriegst du das hin oder eher nicht so? Ich habe halt weniger Beweglichkeit als die. Deshalb wäre es gut, wenn man so Blinkstalker hätte, die man da hinstellen kann. Oh, ne? Ups, warum greife ich auf einmal deinen Paladin an? Warum? Fehler wurden begangen. Plötzlich macht das Juron! Ja, ich habe bei der Armee eigentlich befohlen, irgendwo hinzulaufen mit Move Command und das war scheinbar genau auf deinem Paladin. Und dann hat der Tag sich mal gedacht: Och, das ist eigentlich eine gute Idee. Der Paladin ist ja, ne? Habe ich jetzt gerade hier einen Bunker gebaut? Toll. Ich wollte doch einen Engineering Bay bauen. Kein Bunker. Was soll ich denn mit einem Bunker an der Stelle? So, ich brauche mal eigentlich eine neue Base. Wollen wir mal angreifen? Was hast du für Armee? Hast du Zealot Charge? Ja. Ja, lass mal angreifen. Bevor da Golden Armada ist, weil die kommt sowieso. Lass mal den Weg der... Oh, jetzt habt ihr echt einen Immortal Drop. Zu diesem Zeitpunkt ist das dein Ernst, wo ich gerade weg bin. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Hallo, wenn ich hier hinklicke, heißt es, sie soll da hingehen. Dann halt nicht. Gut. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Dummer Zeitpunkt, muss man sagen. Tut mir leid, Partner. Da können. Jetzt töte dieses beschissene Viech hier. Muss ich dir wirklich helfen? Ja, du stehst halt auch neben den Immortal und machst halt nix. Sowas nennt sich nicht Teamwork. Ich baue extra Turrets bei dir. Ich bin halt jetzt One-Base, ne? Lass jetzt angreifen, Zalrock. Wo bist denn du? Hier bin ich. Jetzt lauf. Ich laufe. Kann der eigentlich... Nee, der kann nicht meine Dinger liften, ne? Arktens kann er nicht liften, ja. Oder was meinst du? Nein. Ja, genau. Übrigens. Ja, lauf doch jetzt, Zalrock. Wo läufst du denn schon wieder hin? Da geht's überhaupt nicht rein. Du musst schon normal den Weg laufen. Dafür reicht die Energie. Okay, wir gehen außen rum. Was machen denn meine Marines hier? Zur dritten Base und zur vierten und zur fünften, die sie hier schon alle haben. Oder jetzt lass uns doch auf die Inner triggern. Lass uns doch auf die Inner triggern. Da ist das Mothership irgendwie schon. Kolosse. Du schiebst mich. Ja, danke, Zyrock. Warte! Schieb mich in die Kolosse rein, genau richtig. Was ist denn eigentlich für ein asozialer Spielstil hier schon? Naja, an dieser Stelle würde ich sagen, hoffe ich, das war's für heute endlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei und so weiter. Tschüss.